Hey, heute geht's in den Fluss, fahr jetzt erst los, es ist 5:30, also 17.30 Uhr und ich musste mich heute richtig, richtig hart überwinden. Mir geht's nämlich nicht so gut, ich habe schon eine Ibuprofen genommen, ich bin nämlich seit gestern geboostert und als ich das letzte Mal so halb fit gemeint habe, ich müsste im November angeln gehen, bin ich mit der Warthose ins Wasser gefallen. Hab dann dickköpfig, weil ich gedacht habe, es beißt eine Riesenmaschine, noch die ganze Nacht geangelt, bin fast erfroren und war dann 5 Tage lang krank. Ganz so schlimm ist es heute nicht. Und wenn ihr das Video gerade seht, heißt es ja immerhin, dass ich überlebt habe. Und jetzt mal schauen, ob die Karpfen heute Nacht auch geboostert sind. Los geht's! Nicht ganz perfekt, aber jetzt klebt er wieder richtig gut. Ist wieder perfekt. Ja, manchmal reicht der kleine Schleifstein völlig aus. Wenn der Haken noch nicht mehr ganz ideal ist, brauche ich die Diamantpfeile gar nicht. Moment. Erstmal kurz Tee. Vorher war ich ja richtig down, Kopfschmerzen gehabt und auch leichte Gliederschmerzen von meinem Booster. Ich bin jetzt froh, dass ich hier bin. Ich muss ehrlich sagen, so hundertprozentig fit bin ich nicht. Ich merke schon, ich habe immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Es ist ungewöhnlich anstrengend, meinen Rucksack hochzuheben und aufzusetzen. Es ist ungewöhnlich anstrengend, den Barrow zu schieben. Und alles. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich da bin. Es fühlt sich gerade richtig, richtig gut an. Ich habe richtig, richtig Bock. Und nur am Wasser kann man auch dann die Chance haben, einen guten Fisch zu fangen und überhaupt was zu fangen. Dieses Jahr war der Flussabschnitt hier wirklich nicht besonders freundlich zu mir. Ich habe mich schwer getan, die Karpfen zu finden. Im Frühjahr war es noch ganz gut, ganz, ganz früh im Jahr. Dann kam das Hochwasser und hat mir ehrlich gesagt alles ein bisschen versaut. Ich wollte eigentlich den Sommer hier auch angeln und nicht so sehr den Herbst. Für den Herbst hatte ich mir eigentlich einen anderen neuen See ausgesucht. Naja, ja, jetzt mal schauen, ob heute Nacht was geht. Ich meine, ich bin ja geboostert. Vielleicht gibt es dann auch einen geboosterten Karpfen. Vielleicht ist hier irgendwo eine Karpfen-Großmutter, die richtig Bock hat und die letzten 2 Wochen hier richtig, richtig reingehauen hat. Das Wasser ist zwar kalt, aber jetzt nicht übertrieben kalt. Also es geht eigentlich noch. Ich habe das mal reingefasst. Fühlt sich eigentlich okay an. Also ich denke schon, dass da noch alles in Ordnung ist. Ich habe immer noch keine Temperatur gemessen.
Ist auch egal. Entweder ich gehe oder ich gehe nicht, egal wie die Temperatur ist. Man kann es sich vielleicht ein bisschen besser erklären, aber egal. Jetzt ist uns gerade egal. Aber ich vorher die Geschichte erzählt, ganz kurz angedeutet. Als ich mal ins Wasser gefallen bin, das ist tatsächlich eine mega lustige Geschichte. Jetzt im Nachhinein. Ich war da angeln und an einem See, und da habe ich mit der Warthose, bin ich am Ufer entlang gewartet, um in der Ecke die Ruten abzulegen. Das hat ganz gut funktioniert. Und da hatte ich auch gefüttert, nur war da ein großer Stein im Wasser drin und ein paar Äste und so Zeug, also das Übliche eben. Und ich kannte die nach ein paar Mal hin und her gehen dann immer schon. Ja, und als ich dann an dem Tag, es war auch so 20., 24. November oder so, und da war auch nachts, hatte es -2 Grad, und ich war davon überzeugt, und zwar glaube ich sogar auch Vollmond, und ich war davon überzeugt, dass auf jeden Fall ein Riesenfisch abverlaufen würde, dass der große Fisch, den ich schon seit längerem versucht habe zu fangen, dass der da kommt. Und deswegen bin ich gegangen, und zu Hause habe ich mir noch überlegt, ob ich Wechselkleidung einpacken soll, und dachte ich so, nee, nee, brauchst du nicht. Warum auch? Ist ja kein Thema. Dann bin ich also ins Wasser gefahren, habe die Ruten abgelegt, und auf dem Rückweg, im Wasser war das ja, die zweite Rute abgelegt. Auf dem Rückweg habe ich mir noch so überlegt, ja, da habe ich dann meine Kopflampe ausgemacht, weil ich gedacht habe, ja, brauche ich nicht, ich weiß ja, wo die Steine sind. Und dann plötzlich kam mir so der Gedanke, oh ja, gleich bist du fertig, dann gehst du ins Warme, in dein Zelt rein, machst dir eine Wärmflasche, machst dir vielleicht noch einen Tee. Und in dem Augenblick stolper ich über den Stein. Und in Zeitlupe falle ich so, so ganz langsam, und merke, wie ich mich nicht mehr halten kann. Und mache noch einen Seitenschritt, und dann stand ich aber schon im Wasser drin. Und dann ist mir oben überall Wasser reingeschwappt. Ich hatte den gleichen Pullover an wie jetzt, so einen Fleece-Pullover. Und der hat sich dann von unten aufgesaugt. Oh, Scheiße. Dann war ich in meinem Zelt drin. Da hatte ich ein größeres Zelt dabei, Gott sei Dank. Mein Auto war nicht so weit weg. Hab mein Auto gestartet. Hab im Motorraum habe ich meine lange Unterwäsche getrocknet. Meine lange Unterhose. Mein langes Oberteil, also Thermo-Unterwäsche für oben, habe ich im Fahrzeug getrocknet, an der Heizung. Das Auto lief dann, Heizung volle Kanone. Dann bin ich zurück ins Zelt. Am Zelt habe ich meinen Kocher angemacht und habe versucht, meine Unterwäsche, also meine Unterhose und meine Socken zu trocknen. Ich müsst euch das bildlich vorstellen. Ich sitze da in meinem Zelt. Das Einzige, was noch trocken war, bis zum Bauchnabel von oben, war mein T-Shirt. Und der Fleece-Pullover war auch bis zum Bauchnabel trocken. Unterhalb war ich komplett nackt, bei -2 Grad, saß ich also in dem Zelt und hab in der Pfanne meine Unterhose und meine Socken versucht zu trocknen. Natürlich war ich so dickkopfig und war davon überzeugt, dass eine richtige Maschine ablaufen würde. Meine Warthose war natürlich komplett nass. Und ich hatte in der Verzweiflung einen Freund angerufen, der nur ein paar Kilometer entfernt wohnt, der auch Karpfenangler ist, ob er mir was bringen kann. Klamotten, egal was. Und dann meinte er nur so, ja, geht nicht, er ist im Kino. Oh, gerade an dem Abend war er im Kino und der kam dann um 1:30 nachts. Es ist passiert um 8:30 ungefähr. Um 1:30 nachts kam er dann noch und hat mir eine Jogginghose gebracht und einen Pullover. Aber in dem Moment war, mein Pullover war trocken, meine Thermounterwäsche war schon wieder trocken, meine Socken waren schon so durchgegrillt, die waren auch wieder trocken und meine Unterhose auch. Aber er hat mir noch eine Zeltheizung gebracht. Habe ich mir eine Zeltheizung eingebaut, habe ich noch nie verwendet. Und er meinte noch so, ich muss vorsichtig sein, hier noch ein bisschen aufmachen und so. Und ich habe die Zeltheizung eingemacht auf der niedrigsten Stufe, habe die laufen lassen
In der Nacht wäre ich fast noch erstickt. Also, ey, ich hatte noch nie beim Angeln so kalt und so heiß in einer Nacht. Oh Mann, ey. Und dann ging es 2 Tage gut. Da bin ich dann noch, nee, 3 Tage war ich dann noch in der Arbeit und habe alles gegeben, habe dann schon so gekränkelt und habe gedacht, so, nee, wer sowas macht, der muss auch durchhalten und durchziehen, wer so eine Scheiße baut. Und danach war ich eine Woche lang krank. Oh Mann, echt, das war so eine Panne. Aber wie man halt so reinfällt in Zeitlupe, in Zeitlupe. Das wird heute Nacht nicht passieren. Heute Nacht ich bin ja vorsichtig. Letzte Woche hätte ich noch gesagt, ja, heute geht auf jeden Fall was. Aber nachdem ich letzte Woche so auf die Fresse gekriegt habe, nicht mal ein Döbel, befürchte ich fast, dass es ähnlich ablaufen wird. Naja, ich trinke jetzt meinen Tee fertig. Jetzt mache ich vorher noch meine Wärmflasche. Die mache ich jetzt noch. Ja, keine Ahnung. Ich verabschiede mich jetzt. Ob heute Nacht was gehen wird, werden wir sehen. Ich glaube, jetzt geht ein richtiges Brett. Das wäre so gut. Das wäre so gut. Das wäre so gut. Eigentlich ist alles gut. Gestern war Vollmond. Ja. Ich habe übrigens noch nie bei Vollmond und beim ersten Frost richtig dicke Maschine gefangen. Das liest man immer nur. Man liest es immer. Oder hört es oder so. Aber bei mir ist der Plan noch nie so richtig aufgegangen. Eher nicht so. Vollmond war bisher immer eher nicht so prall. Aber heute ist der Tag nach Vollmond. Es ist eine milde Nacht. Und der Luftdruck ist gesunken. Und der Platz ist vorbereitet. Und ich bin geboostet. Heute geht was. Bis nachher. Meine Freunde, die kapitalen Döbel sind wieder da. Immerhin kein Schneider dieses Mal. Und es sind schon auch schöne Fische. Müssen wir jetzt einfach mal sagen. I'm driving up north on the Trans-Canada Highway. Night is sweet, a thousand stars. I'm driving up north on the Trans-Canada Highway. Night is sweet, a thousand stars. Should I stay with you? I know. Should I stay for more? Should I stay with you? I know now. Don't wanna leave anymore. Wanna build a home of love and light with you. I wanna build a Ja.
sieht schwierig aus. Die Natur ist heute auf jeden Fall viel aktiver als letzte Woche. Letzte Woche war wie ausgestorben. Das macht keinen Sinn, weil wir noch eine Woche später im Herbst sind. Aber letzte Woche war ganz komisch. Ja, deswegen immerhin letzte Nacht einen Döbel gefangen. Jetzt beißt gerade ein Döbel. Das könnte ein Karpfen sein. Nein, das ist ein Döbel. Oder eine Barbe. Hat viel, relativ viel Kraft für einen Döbel. Also könnte ein richtig massiver Döbel sein. Ja, ich bin ganz ehrlich, gemischte Gefühle. Natürlich ist es schön, dass überhaupt was geht. Aber wenn jetzt wieder die Döbel hier morgens attackieren, gerade hatte ich eigentlich noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht noch ein Karpfen geht. Aber jetzt mit dem Döbel hier ist die eigentlich weg. Mal ein bisschen nass machen. Die Rute hatte ich übrigens gerade erst ausgeworfen. Die lag noch keine 5 Minuten. Hier, ein Döbel. Naja, immerhin. Bei den Bedingungen muss man sich aber so Fische total freuen. Ich habe eigentlich natürlich auf den Karpfen gehofft. Aber die Döbel sind schon auch coole Fische. Also ich habe echt absolut gar nichts gegen die. Vor allem, jetzt waren sie ja echt auch human zu mir. Gestern Abend um 8:30 habe ich eingefangen. Und jetzt um 8 Uhr morgens durfte ich die ganze Nacht durchschlafen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, heute Nacht hätte mich halt ruhig mal noch einen Karpfen stören können, aber die sind dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht hier. Die sind dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht in dem Gewässerabschnitt. Ja, jetzt mal schauen. Ich denke mal, ich mache noch so ungefähr eine Stunde. Dann ist auch, reicht es auch. Ja, ich könnte, vielleicht fische ich auch noch 2, mal gucken. Heute habe ich ein bisschen Zeit, heute ist Sonntag. Muss zwar noch ein paar Sachen erledigen, aber muss jetzt nicht sofort sein. Die Rute werfe ich jetzt noch mal aus. Dann mache ich mir meinen Schlachtplan für heute. Wow. Kalte Finger habe ich. Die Rute lag 5 Minuten. Ging schon der Döbel ab. Vielleicht soll ich die linke Rute auch mal legen. Die wippt schon die ganze Zeit so. Ganz leicht von den Wellen und vom Wind. Ich vermute mal, dass da ein bisschen Kraut drin hängt. Ist aber normalerweise nicht so schlimm. Stört normalerweise nicht so. Schon wieder einer. Die Rute liegt keine 2 Minuten. Okay, er hat nur am Beule gezogen. Er hat sich Gott sei Dank nicht aufgehängt. Ja, Freunde. Mit den Karpfen sieht es schon wieder übel aus hier. Keine Ahnung, was da dieses Jahr los ist. Sonst war es immer eigentlich ein bisschen besser hier auf Karpfen. Nächstes Jahr nochmal probieren, weil schlechte Nachricht, ich lasse die Katze aus dem Sack. Das ist heute jetzt meine letzte Nacht auf Karpfen dieses Jahr. Ja, das war kurz die Gedenkminute. Nicht mal ganz. Es tut mir weh.
in meinem Herzen, dass jetzt die letzte Session ohne Karpfenfisch blieb. Aber so ist es. So ist es. Es hat nichts gebracht, mich vorgestern noch boostern zu lassen. Ich dachte, wenn ich mich boostern lasse, boostet es vielleicht noch ein Karpfen raus. Aber so war es nicht. Kann man nichts machen. Ist nicht so schlimm. Echt nicht. Also, wir haben im Leben schon genug Karpfen gefangen. Ist nicht so dramatisch. Ich hätte nur gern dieses Angeljahr. Das muss ich sagen. In Teilen gar nicht, dieses Karpfenangeljahr, das in Teilen gar nicht so schlecht war. Aber in großen Teilen habe ich auch echt viel daneben gegriffen. Da muss man einfach gucken, woran es lag. Versuchen, Lösungen zu finden. Versuchen, irgendwelche Strukturen und zu finden. Oder halt zu gucken, ob es vielleicht auch einfach nur Pech war. Manchmal angelt man auch nur knapp an Fischen vorbei. Zum Beispiel, als ich in Frankreich war, in Südfrankreich, gut, im Cassien, da war es jetzt eigentlich von vornherein klar. Da habe ich auch nicht alles ausgereizt. Aber als ich jetzt beispielsweise Nordfrankreich war, da hätte ich schon nicht arg viel anders machen können. Ich saß im guten Bereich, der Wind war da, alles war eigentlich ideal. Nur die Wassertemperatur ist halt zu schnell gesunken. Und da kann man jetzt, in dem Zeitraum, wo ich da war, hat kaum jemand was gefangen. Da wurde, glaube ich, ein Fisch gefangen. Da waren doch einige Angler unterwegs auch. Ja. Was heißt das jetzt für euch, Zuschauer? Das heißt natürlich nicht, dass es gar keinen Content mehr gibt. Ich habe voll viele tolle Ideen für den Winter, die ich auch noch umsetzen möchte. Ich möchte jetzt da nichts verraten, weil nachher kommt es dann doch nicht und so wie ich es mir vorstelle und dann ist es nichts. Deshalb, es kommt Content. Ich werde auch ein paar Mal Spinnfischen gehen. An meinen Spinnvideos möchte ich noch arbeiten, weil Raubfischvideos möchte ich auf jeden Fall noch arbeiten, weil die waren bisher noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ist aber, muss ich sagen, auch schwierig alleine. Beim Raubfischangeln ist alleine noch schwieriger. Und dann kommt vielleicht im Winter das ein oder andere Angeln auf Döbel. So am Fluss. Das könnte ich mir noch vorstellen. Die sind im Winter relativ aktiv, die Döbel. Zumindest habe ich das schon häufiger gelesen. So richtig gemacht habe ich das noch nie. Aber es kommt auch einiges an Karpfenangler-Content. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Habe ich hier richtig viele Ideen. Ich muss nur gucken, in welcher Reihenfolge ich wie irgendwie die Zeit finde. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel nebenher noch gefilmt und geschnitten und muss mal gucken, ob ich die Zeit weiterhin haben werde. Aber ich habe richtig Bock. Das kann ich euch schon mal sagen. Und wenn ich richtig Bock habe, dann ist es eine Win-Win-Situation. Ich habe Bock drauf und mir macht es Spaß. Und ihr habt was davon. Ja, da freue ich mich jetzt schon irgendwie drauf. Ich habe echt ein paar coole Ideen. Jetzt ist erstmal genug gelabert. Ich chill jetzt hier noch ein bisschen. Trink mal noch ein bisschen warmes Getränk. Und ja, dann hau ich auch bald ab. Ist auch okay. Ich habe hier tagsüber noch nie einen Fisch gefangen. Einmal im Frühjahr, in dem Video Futterplatzangeln 1, da habe ich mal morgens einen Fisch gefangen. Da habe ich auch durchgeblankt und morgens einen Fisch gefangen. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier nicht unmöglich, aber keine Ahnung. Ich gehe halt am liebsten über Nacht. Verliere ich am wenigsten Zeit. Also wenn man nachts angelt, hat man Tagszeit, andere Dinge zu tun. Das ist meine Logik. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich liege in meiner Liege und ich bin hilflos dem Döbelgestank an meinen Fingern ausgeliefert.